Rolf Reinke kennt alle Borgwarts, Goliath, Hansa, Lloyd. An allen Modellen hat er gearbeitet. Bis zum bitteren Ende 1963 war er Karosseriebauer bei Borgwart. Und er hat Karl F. Borgwart jeden Tag selbst erlebt. 1953 fingen sie dem Isabella an zu bauen und Herr Borgwart, der kam jeden Tag um 3:30, kommen die Uhr nachstellen, kam er rein, guckte die Sachen an, was gemacht worden ist und hat dann auch Sachen, was nicht in Ordnung war, gleich gesagt, das haut nicht hin, der hat auch ein gutes Augenmaß. Der alte Borgwart, ein begnadeter Autokonstrukteur. Über 21.000 Menschen arbeiteten in seinen Bremer Werken. Tausende Autos und Lastwagen made in Bremen gingen in die ganze Welt. Die meisten existieren nicht mehr, aber mehr als 500 Überlebende präsentieren sich heute voller Stolz in der Hansestadt. Und das freut besonders Borgwarts Tochter Monika. Es ist so überwältigend, diese Vielzahl an Fahrzeugen und die ganzen Menschen, die dahinter stehen, die dafür ja sehr viel Zeit und Liebe und Geld investiert haben, um das zu ermöglichen nach so vielen Jahren. Die Automarke ist nicht tot. Seit 2005 lebt sie wieder. Seit 2015 werden wieder Borgwarts neu gebaut in China. Das Interesse dort ist groß. 30.000 Vorbestellungen gibt es schon. In Deutschland sucht die neue Borgwart AG einen Werkstandort. Bremen wäre ideal, zurück in die Heimat. Doch Christian Borgwart warnt vor zu viel Gefühl. Es ist eine emotionale Bindung zu Bremen, ist gar keine Frage, aber wir müssen jetzt wirklich rein strategisch denken. Wir haben die unglaubliche Verantwortung, auf den Namen Borgwart aufzupassen. Und da dürfen erstmal keine Emotionen sein. Was sich in der Zukunft tut, das wissen wir alle noch nicht. Brems Politiker hätten nichts gegen eine Rückkehr, aber Nostalgie ist das eine, knallharte wirtschaftliche Überlegungen sind das andere. Derzeit führen wir eine Machbarkeitsstudie durch. In dieser Studie geht es vor allem um die Frage Infrastruktur, es geht um die Frage logistische Anbindung, es geht um die Frage Fachkräfte, es geht vor allen Dingen auch um die Frage, inwieweit ist die Zulieferindustrie in der Nähe. Rolf Reinke, ein gefragter Gesprächspartner. Dabei hatte er nie einen eigenen Borgwart. Die waren damals für mich, ich war ein junger Mann, war gerade verheiratet, war zu teuer, konnte ich mir nicht erlauben. Noch bis Sonntag kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden über die Autos aus Bremen in Bremen.